Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Livestream von Power and Revolution 2019er Edition. Ich bin mal wieder da. Ich habe mal geschaut, mein letztes Video ist ein halbes Jahr her, wann ich dies gemacht habe. Und ich habe einfach so viele Nachrichten von euch bekommen. Wann machst du mal wieder Power and Revolution? Wann machst du mal wieder Video? Dies, das, jenes. Also es haben sich ganz viele Leute gewünscht und viele haben mich von euch bestimmt auch noch nicht gesehen. Ich habe seit ein paar Wochen jetzt auch eine Webcam. Das heißt, grüßt euch. Ihr könnt mich jetzt auch mal sehen. Ihr könnt jetzt auch mal sehen, wer der das Spiel hier so zockt. Und ja, ich spiele jetzt mal wieder. Ich habe auch mal wieder Bock drauf. Ich habe mal wieder Lust, ein bisschen was zu machen. Und was ich gesehen habe, ist, dass vor 2, 3 Tagen wurde die 2020er Edition veröffentlicht. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen den Sound leiser machen, das ist sonst zu laut hier. So, dass ihr mich auch verstehen könnt. Das 2020er Add-on wurde veröffentlicht. Leider, 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 ihr kennt es ja vielleicht noch von den anderen Videos, meine Meinung. Es ist leider ein Add-on geworden, es ist leider kein neues, eigenständiges Spiel, was ich mir sehr gewünscht hätte. Zumindest hoffe ich, dass dass die schlimmsten Bugs hier beseitigt worden sind. Hoffen kann man ja immer, ob das dann letztendlich durchgezogen wurde. Werden wir ja vielleicht noch sehen, erfahren. Aber wenn ihr möchtet, dass ich die 2020er Edition mir kaufe, dass ich die dann spiele, könnt ihr das sehr, sehr gern tun, indem ihr diesen Kanal unterstützt. Das Add-on kostet 20 Euro. Und wenn ihr mich mit einem kostenlosen Twitch Prime Sub unterstützen wollt, oder falls ihr eine Donation dalassen wollt, dass ich mir das Spiel kaufen kann, sozusagen als Zeichen von euch dafür, dass ich mir es kaufen soll, dann würde ich das auch tun. Links dazu findet ihr dazu in YouTube in der Videobeschreibung. Also ihr könnt über Twitch Prime Sub ist natürlich am besten, weil es kostet niemanden was. Donation über Twitch, YouTube, ist alles möglich. Ihr wisst ja, wie das geht. Also falls ihr da Bock habt, da mit beim Crowdfunding mitzumachen sozusagen, bin ich da recht herzlich offen. Ja, und übrigens, falls ihr Neuigkeiten erfahren wollt, klickt mal auf den Link zum Discord, tretet mal hinbei, da könnt ihr dann auch mit mir chatten, da erfahrt ihr immer Neuigkeiten zuerst. Und ja, da würde ich jetzt sagen, genug gequatscht, wir legen los. Und zwar, was habe ich mir überlegt? Wir haben, glaube ich, das schon mal gespielt. Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Ich würde gern das Szenario aufgreifen, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa erschaffen werden. Ob das mit oder ohne Schweiz sein wird, weiß ich noch nicht. Ob ich das mit Konflikten machen will, ob ich das mit dem Cheating-Tool, ob ich da ein bisschen nachhelfen will. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr euch so vorstellt. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und schauen wir mal, wie sich dieses Let's Play, wie sich diese Serie so entwickelt. So, wir machen ein neues Spiel. Das ist jetzt hier alles neu, deswegen ich musste New Player nicht. Nee, ich erzähle gerade Mist. Ich habe noch mein altes Profil so halbwegs retten können auf Level 3, dass wir hier zumindest alles freigeschaltet haben. Ist aber auch wurscht, weil wir spielen freier Modus Machthaber. Also das ganz normale. Und versuchen dann mit diplomatischem Kalkülwissen und Überlegenheit Europa zu vereinen. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es in den letzten halben Jahr auch mein Add-on gegeben hat. Wir starten mal mit Deutschland. Ist am einfachsten, als wenn wir jetzt mit Estland starten würden. Wir starten mit Deutschland. Gab es in letzter Zeit irgendwelche Add-ons oder so? Das ist eine gute Frage. So, ich muss auch mal nebenbei ein bisschen in den Chat reinschauen, wie viele Leute wir sind, ob jemand was schreibt. So, wie heißt sie? Angela, Angie, Mutti. Wir lassen mal alles bei mittlerer Schwierigkeit. Ich denke mal, das passt. Und ansonsten geht's los. Hallo nochmal, Green7.
Wie wollen wir die Sache angehen? Wollen wir es versuchen, diplomatisch zu machen? Aber kriegen wir ja nicht hin. Wir kriegen das ja nicht hin, das diplomatisch zu lösen. Also ich sag's jetzt mal so. Ich kann mir nicht vorstellen, drum herum zu kommen, dass wir das Cheating-Tool benutzen. Neuer Stream, neue Begrüßung. Ja, das können wir uns schenken, das kennen wir schon, das ist die Neujahresansprache. Ich mach mal ganz kurz Päuschen. Hier haben wir wieder unser Europa. Wie es leibt, wie es lebt. Also es hat sich nichts verändert. Wir starten immer noch. Ihr könnt das jetzt unten rechts nicht mehr sehen, weil jetzt mein Gulasch zu sehen ist. Unten rechts steht das Datum. Ich kann das aber auch nicht so klein machen, dass man das Datum sieht. Da sieht man nichts mehr von mir. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich auch meine Webcam oben rechts hin. Unten links hin. Ich weiß es noch nicht. Müssen mal schauen. Das Datum ist das hier zu wichtig. Gut, ab und zu plapper ich ja eh mal. Ich würde sagen, wir quatschen nicht so viel, wir machen einfach mal. Wie wollen wir denn anfangen? Also, wie gesagt, mit der Schweiz bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, den Chat kann ich bei Power and Revolution. Das wollte ich eigentlich auch. Moment. Chat wollte ich eigentlich auch ausmachen. So. Danke für den Tipp. Schweiz bin ich mir noch nicht so sicher, ob man die neutral lassen oder ob man die mitnehmen. Weißrussland weiß ich auch nicht, ob man die mitnehmen. Ukraine würde ich schon gern mitnehmen. Da müssen wir echt mal gucken, wer ist denn überhaupt alles zurzeit in der EU? Wer ist in der Europäischen Gemeinschaft etc. pp? Da gibt es ja Unterschiede. Wir müssen mal gucken, wie sich die ganze Sache so entwickelt. Aber es gibt jetzt zwei Wege. Entweder wir machen das zu einem schnellen Let's Play. Dann werden wir die Franzosen überrollen. Und dadurch, dass wir das Cheating-Tool haben, können wir ja nicht rausgeschmissen werden. Beziehungsweise wir können immer weiterspielen. Oder wir machen das langsam, aber dann dauert es Ewigkeiten, bis wir das geschafft haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also ich will mir jetzt keinen Krieg ercheaten, dass ich jetzt hier Konflikt mache mit Frankreich und dass ich sage, ja, Deutschland hat gegen Frankreich gewonnen. Das will ich nicht machen. Nur, dass ich überlebe mit Angie. Das ist so mein Ziel. So, wir müssen erstmal hier gucken. Schulden ist egal. Das machen wir irgendwann mal. Besteuerung, Währung, das lassen wir alles so. Landwirtschaft, Industrie. Ich will erstmal das Geld, was wir haben. Geheimdienst, Geheimdienst, Geheimdienst. Lohnt sich das? Boah, 22 Milliarden. Das ist kein Schnäppchen. Das ist kein besonders tolles Schnäppchen. Aber Cyberanalytiker können wir, glaube ich, immer gebrauchen. Das ist alles so wahnsinnig teuer. Gefällt mir gar nicht. So wie immer, wie gesagt, ich habe das ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Wir müssen erstmal die ganzen Standardsachen machen. Dass wir das auf Gold prügeln. Zum Beispiel. Das ist wichtig. Terroristen müssen wir mal wieder jedes Mal bekämpfen. Wir kennen das ja schon. Unter Beobachtung stellen. Warte mal, V-Mann. Also ich muss, wie gesagt, das ist. Ich habe im Januar. Im Januar habe ich mich rangesetzt, da habe ich einen Mod erstellt, und zwar den Corona-Mod. Den wollte ich irgendwann mal spielen. Ja, aus diesem irgendwann mal ist nichts geworden. Ich habe den noch, den Corona-Mod, also den Corona-Mod, das ist, ich habe das so gemacht, dass ich an bestimmten Datum lasse ich dort und dort und dort eine Pandemie ausbrechen. Mehr ist es nicht. Aber wenn ihr den richtigen Corona-Ausbruch sehen wollt, dann, wie gesagt, im 2020er Add-on kann ich das spielen. Ich sag mal, wenn 20 Mann einen Euro geben, Hammer's, ne? So, warte mal, können wir hier noch jemanden bespitzeln? Datenblatt haben wir gemacht, zwei haben wir. Okay, alles gut. Alles. Wie viel Überschuss haben wir? 3,5%? Holy shit. Das sind ja. Damals ging es uns noch gut, 2019.
Das waren ja. Ja, Green 7. Ich weiß. Dankeschön auch. Aber jetzt nicht speziell für das Spiel. Du weißt, wie ich es meine. Das war für Miete, für Essen, für Strom. Ihr wisst Bescheid. So, wir haben über 100 Milliarden Plätzchen in der Tasche. Umwelt, Energie, will ich da was machen? Eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Justiz, Geheimdienst, Polizei. Ja gut, Polizei geht immer was. Cybersicherheitspolizei. Kommt mir so neu vor. Green 7, mach's gut. Wir sehen uns morgen. Ja, komm, mach mal einen Stern. Ein Stern muss reichen. Gute Nacht, Green 7. Wieso kann ich nicht bestätigen? Ah, jetzt geht's. So. Ja, komm. Unruhen ehemals. Brauchen wir alles nicht. Polizei. Armee. Wir werden es mal auf den ganz geschmeidigen und einfachen Weg versuchen. Ihr kennt das ja. Wir werden. Wo sind sie? Wo sind sie? Ach nee, hier oben war das ja. Befehle war das, ne? Befehle war Kommandotruppen. Habe ich das richtig im Kopf? Warte mal, ich muss mal gucken. Wie ging denn das? Wo sind unsere. Hier, genau. Befehle sind die Kommandotruppen. So, die sind gerade überall verteilt in Deutschland. Da müssen wir dringend noch nachbessern. Weil die, mit denen werden wir Paris und die anderen europäischen Hauptstädte stürmen. Let's go. Machen wir mal geschmeidig auf 1000. Ach komm, was soll der Geiz? 2000. 4000. Ganz entspannt. 16. Ja, 32 wird schon teuer, aber gönnen wir uns mal noch. Was haben wir sonst noch? So Flugkörper, brauchen wir die? Naja gut, wir brauchen die Flugkörper, wenn wir Raketenwerfer bauen wollen. Und Raketenwerfer auf Stufe 5 sind delicious as fuck. Die werden wir uns gönnen. Irgendwann mal, aber das dauert ja alles ziemlich. Abriss, Gesetzgebung. Nee, das interessiert mich eigentlich alles gar nicht. Doch, was mich noch interessiert, lass uns mal hier geheime. Warte mal, ein geheimes Programm. Ja, komm, Atomwaffen brauchen wir immer. So, zur Abschreckung. Die gönnen wir uns. So, Armee, militärische Operation. War da irgendwas? Nee, ne? Nö. Geht mir nichts an. Gesundheits- und Soziales. Ja, Arbeitslosenquote schön niedrig halten. Lass uns mal die 17 Milliarden ballern. Wir müssen auch investieren, um zu gewinnen. Bevölkerung. Ja, stimmt. Kindergeld habe ich ja bisher in jedem Stream angehoben. Ich hoffe mal, das wird durchgewunken. Mach mal 250, 450 und 750. Machen wir eine Umfrage. Alle dafür. Let's go. Wohnungswesen werden wir gleich mal die gesundheitsschädlichen abbauen. Habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Da müssen wir nämlich gleich hinterher sein. Wie viel haben wir denn überhaupt? Wo steht denn das? Wieso steht denn das nirgendwo? 317. 96 085. Ja, das geht. Ja, fast ein Drittel schon mal weg. Gefällt mir. So, Transport. Transport, Transport, Transport.
Also ein bisschen Luftverkehr geht immer, wa? Bildung, 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 Bildung. Ja, ich würde sagen, dass wir das später mal richtig hochknallen werden, wenn wir dann die ganzen Länder eingenommen haben. Forschung. Luft- und Raumfahrt interessiert mich nicht. Ist das teuer? Aber war das nicht so, dass wir auch so extrem viel erforscht haben? Ohne jetzt hier massenweise Geld rauszuknüppeln? Ich habe irgendwie das Gefühl, ja. Im Prinzip, wir brauchen es ja nicht mal. Wir haben unsere Kommandotruppen und den Rest machen wir mit Raketenwerfern und da klatschen wir alles weg. Ob wir da jetzt hier die Schiffe auf Stufe 5 oder was weiß ich nicht auf Stufe 12 haben, ist ja auch wurscht. Forschung, Kultur, Medien, 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 Medien. Es kostet halt alles sau viel, ne? Ja, mach mal so ein kleines. Achso, wir haben eh keine Arbeitsplätze. Ach ja, wir haben eh keine Arbeitskräfte. Sport. Das Land möchte ich ja mal jetzt schon gleich anfangen, ein bisschen zu entmachten. Können wir den auf Lebenszeit? Geht das? Oh ne, da hat das Parlament ein bisschen was dagegen. Ja, wenn nicht, dann. Das kriegen wir schon hin. Also das werde ich mal versuchen, nicht zu ercheaten. Falls wir nicht mehr Bundeskanzler sein sollten. Hier die Mandate. Können, ja, unbegrenzt, das ist klar. Machen wir 5 Jahre hier. Wie sieht's denn aus? Schneckenhaus. Was? Warte mal, wir müssen hier. Warte mal, das Kabinett konnte man doch irgendwie so ein kleines bisschen entmachten. Hier, Rechte des Parlaments. Ging das? Geht das? Oh ja, das geht. Volk findet es nicht so geil, aber ist mir egal. Wir machen erstmal. Oh, ich hasse diesen Bug. Ich hasse diesen Bug. Ich habe nicht auf Bestätigen geklickt. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Jetzt muss ich einen ganzen Monat warten, bis ich das wieder machen kann. Ich hasse es echt. Ich hasse das. Wir werden. Wäre es eigentlich taktisch klug, gleich auf Frankreich zu gehen? Ach, warte mal, wir müssen erstmal Mitglied im UNO-Sicherheitsrat werden. Da müssen wir uns erstmal ein kleines bisschen bei China und bei Russland einschleimen. Weil das möchte ich nämlich noch schaffen, bevor wir das alles angehen werden, damit sie nicht uns bekriegen können. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Diplomatie, Entwicklungshilfe. Ach ja, die Entwicklungshilfe. Ich vergaß. Das werden die jetzt alle nicht so geil finden. Ach Mann, schade, dass es keinen Button gibt. Alle Entwicklungshilfen einstellen. Das wäre schön. Das wäre ein absolutes Träumchen. Viele Milliarden wir damit einsparen. Aber jetzt mal Real Talk. Solchen Ländern 200 Millionen im Jahr zu bezahlen, ist günstiger als eine nächste Flüchtlingswelle. Oder wenn dort die Korruption mehr steigt, wenn dadurch mehr terroristische Vereinigungen entstehen, wenn dadurch mehr terroristische Angriffe bei uns geschehen würden. Langfristig gesehen ist diese Entwicklungshilfe günstiger, als wenn wir keine Entwicklungshilfe zahlen würden. Ist meine persönliche Meinung.
Ich weiß ja, Politiksimulator ist eine sehr zwiespältige Sache. Damit kann man sich eigentlich nicht beliebt machen mit sowas, weil alle Menschen haben unterschiedliche politische Ansichten und Meinungen. Und da wird es auch welche geben, die überhaupt nicht dem zustimmen, was ich ja so den lieben langen Tag erzähle. Kann ich auch absolut nachempfinden. Ich erzähle ja nur das, was entweder zum Szenario passt oder was tatsächlich meiner Meinung entspricht. Und ich habe auch kein Problem damit, kritisiert zu werden oder eine Diskussion zu starten oder wenn mir jemand Fragen stellen würde. Da äußere ich meine ehrliche Meinung dazu und dann ist es gut. So wie ihr eure Meinung hier auch vertreten dürft. So, das restliche belassen wir mal dabei. Ja, wir müssen uns halt mit Putin und so weiter treffen. Wir müssen dem mal ein bisschen Gas und Kohle abkaufen und mit China müssen wir auch was machen, damit die halt dafür stimmen, dass wir in den Sicherheitsrat kommen. Lalalala. So, lass mal Termin machen. Ich will immer gleichzeitig automatisch auf den Cheat-Button draufgehen. So, let's go. Ich versuche das so schnell wie möglich zu machen, weil ihr wisst ja, wie langweilig das ist, diese Verhandlungen zu führen. Demonstration, hab ich ja mega Bock drauf. Liberale Front von Deutschland. Ja, Front klingt jetzt aber nicht so liberal. Ja, komm, die destroyen wir gleich mal. Habe ich gar keinen Bock drauf. Habe ich gar keinen Bock drauf. Let's go. Armee. Staatschef. Ihr geht mal da drauf und da drauf und da drauf und da drauf und da drauf. Und ihr geht mal da und da und da und da und da drauf. Nicht ins Museum gehen, nicht ins Museum gehen. Adex, das ist böse. So, was kriegen wir hier schon wieder nicht auf die Reihe? Ach, Mann. Na, kriegt ihr das mal hier unten hin? So, ist Ruhe im Karton, oder? Jawohl. Haben wir schön gesäubert. Terrorbekämpfung, Kohlenstoffsteuer. Klimaschutz. Was? Endoktrine des Rubas? Ach, irgendwas. Irgendwas, keine Ahnung. Interessiert mich nicht. Bio, sauberes Fahrzeug. Treffen mit Irak habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Verpiss dich. Sie haben gerade einen Gesetzentwurf zurückgezogen, Ach, der. danke für den Tipp. Ich habe zwar Alzheimer, aber das kann ich mir auch noch merken, du Lutscher. So. Das haben wir gemacht. Ja, jetzt müssen wir mal aufs Treffen warten. Ich versuche das mal hier so schnell wie möglich durchzuziehen. Da ist Wladimir. Ah, sieht aber nicht gerade gut Nein, gelaunt danke, aus. mein Gesch. Ja, kein Bock auf Kaffee, das glaube ich, weil du denkst ja, dass ich dich vergiften will. Wirtschaftsvertrag. Ich will kaufen und zwar
Verbrauch und Produktion, Verbrauch und Aluminium können wir kaufen. Oh, jetzt geht das wieder los mit den Preise falschen. Da habe ich ja richtig Bock drauf, ey. Das wird auch wieder nichts. Das sehe ich doch jetzt schon. 2-1. Ich gehe mal auf 2-3, 44. Abgelehnt. Fick dich, Vladi. KGB, falls ihr das hört, ich mein's nicht so ernst. Ich mag Putin, Kappa. Ist doch der russische Geheimdienst, ne? KGB. Hat sich doch gelohnt, die Blacklist zu schauen, habe ich ja doch was gelernt. Ne, Volumen ist gut. 2, 3, machen wir mal 2, 5. Akzeptiert, sehr schön. Sehr schön. Oh, was habe ich denn mit meiner Nase heute? Das ist ja furchtbar. Ah, oh, es krabbelt so sehr. Noch ein. So ein bisschen Alu. Ne, Apple will ich nicht haben. Äpfel. Bau von. Komm, hau ab. Bauxit. Verbrauch und Produktion. Was ist mit Blei? Was ist mit chemischen Produkten? Ne, das haben wir, glaube ich. Elektromaterial. Erdgas. Erdgas geil. Verbrauchen pro. Also, wir haben da. Verstehe ich nicht. Wir haben bisher keinen Vertrag. Wie decken wir eigentlich unseren Verbrauch, frage ich mich. Das ist so teuer. Da müssen wir echt falschen. 45, 62, 81. Ah, fuck! Na toll, und damit ist die YouTube-Monetarisierung wieder am Hintern. Super. Das macht 0 Cent für mich auf das Video. Nee, Leute, seid beruhigt. Ich krieg. Oh Gott, es ist schon spät. Oh Gott. Ich krieg kein YouTube-Money, keine Sorge. Wenn man unter 1000 Abonnenten hat, da bekommt man kein YouTube-Money. Man muss erst über 1000 Abonnenten haben. Deswegen ganz wichtig, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da, dass ich irgendwann mal die 1000 Abonnenten erreiche. Ich bin nämlich nicht von der Sorte YouTuber, die vom YouTube-Algorithmus Gönnung erhalten. So, 300, jetzt nimm mal an. Jawohl. Kostet nur schlanke 70 Milliarden. Schnäpschen. So, jetzt will ich noch ein bisschen. Was war das? Erdgas und. Hier ein bisschen Öl, ne? Hier Treibstoff, ne? Wie hieß das? T. Treibstoffe, genau. Her damit. 725. Oh, mach's doch nicht so teuer, Mann. 7,83. Jetzt muss ich, glaube ich, schon auf 8 gehen. 8,36. Und selbst das hat er abgelehnt, der Lappen, ey. Ich bin ihm schon wahnsinnig entgegengekommen. Das ist eine Frechheit, ey. Na, warte. Russland wird auch noch zu Europa gehören, das sage ich dir. So, komm. 7,25. 7,73. Okay, jetzt hat. 8,76. Nochmal 85 Milliarden. So, das muss jetzt aber reichen hier. So, tschüss. Ja, Demonstranten wurden befreit. Interessiert mich nicht. Horst, leg dich wieder ins Bett. Oder spiel mit deiner Modelleisenbahn. So. Nein, danke. China. Zu froh. Wirtschaftsvertrag. Was wollen wir denn von euch kaufen? Ich habe gar keine Ahnung, ne? So ein bisschen Essen wäre nicht schlecht. Ich habe schon wieder Hunger. Apfel, Automobil, Banänchen. Ja, zu teuer. Ja, Baumwolle. Hat er gar nicht so Bock drauf?
So. Was ist mit Eisen? Nee. Fisch? Kriegen wir relativ günstig. 16,33. Machen wir mal 17. Machen wir mal 18,20. Ja, komm, machen wir mal 19,34. Let's go. So ein bisschen fishy-fishy. Geflügel. Haben wir genug? Gemüse. Müssen wir kaufen, aber das ist auch teuer. Oh Gott, das war nicht schlimm. 10,27. War nicht gerade ein gutes Ergebnis, aber wir erkaufen uns ja jetzt gerade den UNO-Sicherheitsratplatz. Muss man ein bisschen Geld in der Hand nehmen. So, was ist mit Rindfleisch? Nö. Rohrzucker? Nö. Schaffleisch? Nö. Seltener Doxide. Keine Ahnung, was das ist. Falls jemand weiß, was das ist, schreibt es mal in den Chat. Oder als Kommentar. Spirituosen, das saufen wir selber, unser Zeug. Was ist mit Stahl? Oh, Stahl ist geil. Stahl braucht man. Stahl braucht man, weil wir wollen ja noch ein bisschen was bauen hier, ne? So, 7,27. Machen wir mal diesen hier. 7,50. 8,20. Ja, komm, 8,74. Halt's Maul und gib Ruhe. Ach komm, das muss reichen. Tschüss. Wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden, ne? Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist tippitoppi. Hyperloop, lass mich in Ruhe. Was sagt denn eigentlich die Armee? Achso, wir müssten ja mal unsere Terroristen, ne? Da war ja was. Hä? So, ach du Scheiße. So viele Schmutzfüße. Ich glaube, wir müssen auch ein paar Agenten wieder einstellen. Italienische Mafia. Oh, Lars Mühmann. Ja, sei gegrüßt, Larsi. Die Russenmafia. Was ist, wenn wir das verdoppeln? Ja, komm, es ist eine schlanke Milliarde. Hammer. So, Horst, was willst du? Im Moment haben wir das System unter Kontrolle. Und verhindern. Oh, Polizei. Zugriff! Aber ich stelle mir das schon ein bisschen stressig vor, Bundeskanzler von Europa zu sein oder Präsident der europäischen Staaten. Oh. Da fängt Irland an rumzuheulen, da fängt Griechenland an rumzuheulen, weil sie schon wieder kein Geld haben. Dann fängt hier, wer war das hier? Bulgarien? Ungarn? Ja, der Präsident, ja, wisst schon, wen ich meine, der immer gegen alles gewesen ist. Der fängt wieder an rumzuheulen, Polizeiklage. Ach, Quatsch nicht. Unser eingeschleuster Agent wurde enttarnt und ermordet. Schade. War ein guter Mann. Äußerst schade. Aber die kriegen ja nicht umsonst Gefahrenzulage. So, wie sieht's hier aus? So. Ich
Ist jetzt eigentlich, warte mal, Übersichtskarte, Wirtschaftskarte. Jetzt ist Russland zumindest schon mal ein bisschen milder gestimmt uns gegenüber. Und was ist mit China? Kann ich nicht so richtig deuten, was das für eine Farbe ist. Aber es ist so ähnliche Farbe wie USA, ne? Sind die Verträge schon durchgegangen? Warte mal, wir müssen mal gucken hier. Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war ihr Diplomatie? Wirtschaft? Die Verträge sind durch. OPQRSTU. Russ, Russ, da ist Russ. Verträge sind durch. Ich würde es jetzt mal probieren. UNO. Permanente Mitgliedschaft im Weltsicherheitsrat. Verlangen, let's go. Gucken wir mal. Wir haben bestimmte Informationen über diesen mutmaßlichen Terroristen gesammelt. Werfen Sie doch einen Blick in seine Akte. Berthold. Berthold, du kleiner Schmutzfuß, was hast du getan? Kampfsportkurs. Herzlichen Glückwunsch. Deswegen ruft er mich nachts aus dem Bett, um mir mitzuteilen, dass er beim Jujutsu-Kurs mitmacht. Es ist so schwierig, gutes Personal zu finden. Unglaublich. So, was steht in der Zeitung? Boris Becker ist mal wieder pleite. Ja. 22. Januar. Wir können gleich wieder den Antrag stellen. China hat was entdeckt. Sympathische Steuer. Schön. Ach ja, hier Raumfahrtgedöns. Okay, wir belassen das mal dabei. Beim Raumfahrtgedöns, wir belassen das mal dabei. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Cool. Warte mal, konnte man das nicht irgendwo fördern? Dass hier mehr E-Autos gebaut werden? Wie war denn das? Ach, hier autonomes Fahren. Oh, öffentliche Meinung ist dagegen. Interesting. Einer meiner Männer konnte Schlüsselpositionen. Das ist schön. Was sagen eigentlich die Ratingagenturen? Sind die jetzt eigentlich begeistert? AAA, alles AAA, außer da unten. Das geht, glaube ich, nicht auf AAA. Das ist schön. So, 1. Februar, das heißt, wir können das Parlament jetzt mal wieder entmachten. Rechte, zack. Bestätigen. Enttäuscht mich nicht. Humanitär, Wohnungspolitik, jawohl. Wir sind klasse. Brandstiftung in Erfurt. Du meine Güte. Terrororganisation zu der Operation bekannt. Wir haben die Informationen unserer verschiedenen Dienste nachverfolgt. Der Hauptdrahtzieher bei dieser Operation wurde identifiziert. Schade. Hat DVDs auf dem Markt gestohlen. Raubkopierer! Oh! Zugriff! 20 Jahre Haft! Sofort! So. Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? Ach, wegen der Entmachtung des Parlaments, oder? Linksextreme Splittergruppe. Ach, kommt.
Ich splitter euch gleich eine. So, komm, ihr Handgranate, Feuer frei. Handgranate, Flieg und Sieg. Ich glaube, die kriegen das gar nicht hin, oder? Ja, zerbombt sie. Immer schön drauf. Immer schön drauf, jawohl. Was machen die denn? Oh. So, die haben sich verzogen. Da eine Granate, da noch eine hin. Dann ist hier wieder Ruhe. Ja, Ende der Aufstände in Rostock, so muss das. So, was willst du? Eine Woche vor... Ja, irgendwas wieder. Unser eingeschleuster Agent wurde enttarnt und ermordet. Das ist schade. Was ist denn jetzt hier Blockade schon wieder? Warum stresst ihr denn schon wieder alle so rum? Befreiung, Volk blockiert die Einschränkung der Macht. Das war klar, dass die das nicht so geil finden. Aber ich find's mega geil. So, Polizei einsetzen. Anscheinend gibt's keine Polizei mehr. Armee, let's go. Ihr habt 2 Monate gespielt und es ist jetzt schon wieder verbuggte Anzeige. Okay. Sikorski. So. Einer meiner Männer konnte Schlüsselpositionen. Die Abstimmung hat stattgefunden, aber bedauerlicherweise wurde das Gesetz nicht verabschiedet. Wieso denn nicht? Mann. Der Asphalt färbt sich rot. Na, das ist doch schön. Es ist schrecklich. Nein, nein, kein Selbstmord, da gibt es keinen Zweifel. Aber ein Schreck... Ja, dann ist es nicht mein Problem. Was denn für eine Resolution? Ach so, ja, natürlich sind wir dafür. Morgen wird abgestimmt. Jawohl, es sind alle dafür. Die Resolution wurde angenommen. China, alle sind dafür. Sogar die Demokratische Republik. Die Demokratische. Oh, ich bin so lost. Aber es ist aber auch mittlerweile schon 1 Uhr irgendwas oder so. Die Dominikanische Republik natürlich. Die Demokratische Republik. Ja, die Deutsche Demokratische Republik ist auch dafür. Das ist schön, dass Erich da seine Hand gehoben hat und hat gesagt, jawohl, mach mal. Popularität, ich bin bei 60%. Hast du Lack gesoffen oder was? Wo bin ich denn populär? Ja, da wurde wieder einer umgenietet. Es ist nicht schön, aber nicht zu verhindern. Oh, hat sich eine Gasflasche gekauft. Uiuiuiui, wir haben den Sputzfuß. Wir brauchen aber noch eine Sache, um ihn festzunehmen. Eigentlich können wir jetzt schon anfangen.
Jetzt sind wir permanentes Mitglied im Welt, im UNO-Sicherheitsrat. Armee. Wir sind schon bei 25.000 Kommandotruppen. Wollen wir uns als erstes Frankreich holen? Da wären wir auf jeden Fall ein bombenstarkes Europa dann schon. Aber die werden dann alle auf uns gehen. Ach, Scheiße. Ja, komm. Ich mag es, Krieg zu führen. Zumindest in diesem Spiel. So, wo sind die denn jetzt hier alle? Wo sind die Kommandotruppen? So, ich möchte, dass ihr nach Paris geht. Palast des Staatschefs. Wir sind dabei, dieses Land anzugreifen. Ja. Bestätigen Sie Ihren Befehl. Angriff ist confirmed. Let's go. Gucken wir mal, was hier so passiert, wa? Sieht man schon was? Oh ja, die sind alle unterwegs. Frankreich ist noch grün. Wäre es vielleicht klüger, erstmal alle zu sammeln? Ich hätte vielleicht meine Cyberattacke starten sollen, oder? Dass mir das immer so spät einfällt. Flinten-Uschi ist extrem beliebt. Ach ne, mir gegenüber. Ja, dann verpiss dich doch, wenn es dir nicht gefällt. Wo war denn das nochmal? Hier, Heimdienst. Militärische Cyberattacke. Auf Frankreich. Bestätige. Mal gucken, ob das klappt. So, gleich sind wir in Frankreich, gleich sind die rot. Und gleich geht's zur Sache. Oder wollen wir erstmal noch warten? Halt, stopp. Oh. Flieg nochmal zurück. Ich würde sagen, wir warten erstmal noch ab. Lass uns erstmal alle sammeln. Können ja immer noch rüberfliegen. Halt, stopp. Zur Kenntnis genommen. Vorausschauende Analysen verbunden mit dem Brown-Modell über gruppenpsychologische Tektonik haben es uns erlaubt, einen potenziellen Verbündeten auszumachen. Boah, komm. Komm mal ran, Brudi. Okay, das ist schön. Portugal, habe ich Bock auf euch? Ja, komm. Weil du es bist. Ich muss immer mal ab und zu darüber schauen, damit ich sehe, wie viele Zuschauer wir aktuell sind. Ja, Filmfestival interessiert niemanden. Die Feststellung unseres Agenten ist, das ist ein klares Ja, dann gib Gas. Keimt sie. Wir müssen auf den achten mit der Gasflasche, ne? Er hier. Können wir den jetzt schon hops nehmen? Hat einen Freund im Gefängnis besucht? Ich glaube ja, wir machen es einfach mal. Und wenn es nicht geklappt hat, wissen wir, dass wir es beim nächsten Mal anders machen sollten. Okay, let's go. Es gibt nichts zu wiederholen. Oh, Frankreich ist neutral. Warum? Warum ist Frankreich neutral? Ach, wegen der Cyberattacke. Scheiße. Die Mitglieder dieser Organisation sind in... Wir haben im Stillen die Verhaftung... Scheiße. Fehlschlag. Ah, fuck. Naja. Machen wir es ohne Cyberattacke oder mit fehlgeschlagener Cyberattacke? Haben wir jetzt einen Konflikt? Nee, zum Glück nicht. Nicht so schön.
Vorausschauende Analysen verbunden Syrien. Mit dem... Syrien, oh ne, gar keinen Bock drauf. Guten Tag, ich komme nicht... Grüß dich, was willst du? Wasserversorgungsnetz, wie teuer willst du uns das verkaufen? Hau mal ab, Junge. Ja, 1,14, das geht. Gerne. Kaffee. Ja, das... Stimm mal so ab wie ich. Tschüss. Und Frankreich ist rot. Vor Wut. So, rein da. Rein in den Palast. What? Gott, ich kann nicht noch näher. Doch, kann ich noch näher ranzoomen? Hört sich ungesund an. Scharfschütze. Rückzug. Nee, volle Kraft voraus. Ab in den Bunker. So, sprengen die schon das Ding? Oh ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Aber da kommen einige Panzer, glaube ich. Ah, alles nicht so schön. Aber komm, beeilt euch, Leute, beeilt euch. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Knackt ihn mit euren Dosenöffner und... Macron ist futsch. Wir haben soeben die Hauptstadt des Landes eingenommen. Jawohl. Wir haben uns mal ein schmackhaftes Frankreich gegönnt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir den Vertrag unterzeichnen. Es ist wahr. Ja, teilweise. Nee, gar keinen Bock drauf. Frankreich. Ausschluss aus der NATO. Schade. Ausschluss aus der G7. Schade. Krieg. Macron erklärt uns den Krieg. Bruch der Verträge. Macron setzt... Frankreich setzt UNO ein Ultimatum. Interessiert mich nicht. Deswegen haben wir die permanente Mitgliedschaft. Unser eingeschleuster Agent... Schade. V-Mann, rein da. V-Mann, rein. Datenblatt. Muss mal ein bisschen die Zeit im Auge behalten, dass ich nicht allzu lange mache. Weil 3 Stunden Livestream schaut sich kein Mensch an. So, Schöne automatische Maschinen. Ein ja, schön automatisch. Ich höre, wie viel? Darum, du kriegst mal 100.000, 10.000, 100.000, kriegst mal eine Million. Der Betrag ist lächerlich, aber... Du bist lächerlich, gut. Bist dich, Junge, du Huren. Mama, geh weg. Schlechte Gedanken, geh weg. Streik des Volkes. Naja, Angie, das war's gleich. Wir können uns nur noch retten, indem wir Kultur muss geballert werden. Mal sehen, ob wir das überleben. Wir sind in einer Sackgasse. Das Land steht... Nee, lehnen wir ab. Warte mal, kommt jetzt der Vertrag? Wir dürfen jetzt nicht abschmieren, wenn wir den Vertrag kriegen. Gar keinen Bock drauf. 1%, 1%. Komm, wir müssen bei Sport. Nationale Jugendbewegung. Weiß nicht, ob das so gut ist. Oder ob das schlecht ist. Weiß ich nicht. Hat da jemand Erfahrung darin? Welchen Einfluss das hat, diese nationalen Jugendbewegungen?
Also ich habe noch nie eine Nachricht gelesen, dass irgendwelche Jugendlichen sich zusammengerauft haben und versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Das machen nur Heilpraktikerinnen. Aber keine Jugendlichen. So. Hoffentlich reicht das. Oh, gönn. Bitte nicht absetzen, bitte nicht absetzen. Ah, wir haben wieder 11%. Da ist der Friedensvertrag. Jawohl. Kapitulazione. Ausschluss aus ICC, dem Internationalen Strafgerichtshof. Wozu ist der überhaupt gut? Wozu brauche ich den? Heiko Maas. Frankreich gegen uns. Oh, Bruch der diplomatischen Beziehung mit den USA. Das ist aber nicht so schön. Naja, ist mir egal. Land eingliedern. Ja, ich will. Angie, schwing eine Rede. Mit Ergriffenheit und Stolz verkünde ich die Kapitulation jener, die gestern noch von der Vorstellung getrieben wurden, uns bezwingen zu können. Bam! Frankreich ist jetzt Europa. Wir müssen uns dann irgendwann mal müssen wir noch die Flagge ändern. Da müssen wir da die europäische Flagge benutzen. Oder irgendeine andere Flagge, keine Ahnung. Und wir müssen uns dann natürlich in Vereinigte Staaten von Europa umbenennen. Aber das folgt alles noch. Blitzkrieg des... Ne, Bilanz des Krieges gegen Frankreich. Schön. Einnahme. Ach so, jetzt haben wir ja die ganzen Bundesländer eingenommen. Martinique, Bretagne. Grand Basse-Provence, Guadeloupe, Grand Est, Normandie, Saint-Réval, Bourgogne, Bolognese, Aufstand Berlin. Unser eingeschleuster. Ja, schade. Unser eingeschleuster. Auch schade. Ja, in Berlin Unruhe, das ist nichts Neues. Wenn da das Dönerfleisch zur Neige geht, dann gehen die Menschen halt auf die Straße. Empörung. Wieso denn? Ich mach doch gar nichts. Ach, Algerien, halt's Maul. Ach hier, wegen den ganzen Fliegern, wegen den ganzen Bombern. Oh, das sollten wir vielleicht mal alles zurückholen. So, das da. Wie mache ich denn das jetzt? Hier, das hier, was hier so rumkreucht. Nach Hause. Flieg mal nach Tours. Wir sind dabei, die Territorien eines oder mehrerer Länder. Boah, ist das kompliziert. So, was fliegt denn hier hinten rum? Hubschrauber, Deutschland. Ach, mach doch, was ihr wollt. Ist mir doch egal. Wollen wir noch mal Fuffi drauflegen? Eroberte Technologien. Wir haben Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Prot 2 84 1001. Ihr wisst Bescheid. Geile Technologie. Kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ja. Unruhen in Berlin schon wieder. Furchtbar. Oh, 30% Beliebtheit. Muss ich aber los, jetzt du. Schön. So.
Frankreich haben wir. Dann werden die Benelux-Staaten noch folgen. Dann werden wir mal ein bisschen... Also Österreich hätten wir als erstes machen müssen, natürlich. Das... Wer vergisst schon das kleine Deutschland, ne? Oh, jetzt werden die Österreicher bestimmt auf die Barrikaden gehen. Ja, Italien. Spanien. Großbritannien. Skandinavien. Dann gehen wir Richtung Osten. Und da sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Gut, die Leute, da würde ich sagen, soll es das mal für heute gewesen sein. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne einen Kommentar da und ganz wichtig, lasst ein Abo da, damit ich noch ein bisschen mehr Reichweite kriege und damit ich noch ein bisschen mehr Videos machen kann am Ende des Tages. Gut, die Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Morgen kommt wieder ein Livestream, da spiele ich dann aber Spellstone und wir spielen weiterhin Fall Guys. Und da würde ich sagen, habt eine gute Nacht, Leute. Kommt gut in die neue Woche. Bis morgen dann. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.